Mal gucken, ob wir hier nicht irgendwie irgendwo was vergessen haben. Aber ich schätze fast, dass wir um mehr oder weniger... Wo ist eigentlich die Krankenstation? Grace Zimmer. Da haben wir noch was. Lottis Zimmer. Und das WC. Leerer Raum. Ja, dafür haben wir mehr oder weniger die Kombination. Ich weiß allerdings... bloß kann man gucken, wo... Ah, das ist unten im Keller. Interesting. Ich weiß aber nicht, ob ich da hin möchte gerade. Vor allen Dingen Lottis Raum. Da scheint ja noch irgendwas zu sein. Also er ist ja noch nicht komplett erkundet. Genauso wie Büro des Sekretärs. Ist auch noch nicht komplett. In die Wohnung kommen wir halt auch immer noch nicht. Okay, wir kommen aber ins WC mehr oder weniger hier rüber. Na, lass mich runter. Aber es sieht momentan auf jeden Fall erstmal so aus, als wäre es als ob wir hier nichts weiter machen können. Im WC ist wahrscheinlich the same. Ne, guck mal. Was haben wir hier? Ah, guck mal, da haben wir jetzt aber auch eine Brille. Z-Bonus anzeigen. Was hast du von ihnen erwartet? Du hast so viel erschaffen. Keinen Raum zum Atmen gelassen. Deine Verdinglichung hat alle potenziellen Welten nichtig gemacht. Du hast alles genommen, was du dir vorstellen konntest. Und hast es in etwas gebannt, das dir nicht einmal was bedeutet hat. Oder vielleicht bedeutete es dir schon etwas. Vielleicht war es dir wichtiger als alles andere. Vielleicht hast du versucht, sie vor sich selbst zu retten. Wer ist sie? Deswegen musstest du sterben. Okay. Interesting. Vor allem was... Warum hängen hier eigentlich überall diese Taschen? Aber in Lottis Zimmer soll wohl noch was. Aber da habe ich jetzt nichts gefunden erstmal. Gut, dann gehen wir wieder eine hoch. Warum? Vor allem den Safe, den haben wir... Oh, gab es da noch ein anderes Rätsel im Büro? Würde ich gerne eigentlich mal gucken wollen. Da kommen wir nicht lang. Sorry, wenn ich schon wieder so viel... Da kommen wir in die Bibliothek. Ja, dann müssen wir höchstens... Wobei, wir können noch durchs Esszimmer... Wo war das Esszimmer? Hier hinten. Okay, wir kommen so ein... Warum? Warum ist das so? Über Umwege. Aber wir könnten auch mal hier nochmal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Und... Was ziele technisch? Suche im Krankenzimmer. Finde Grace fehlende Zeichnung. Ja, ich will noch nicht runter. Ja, da kommen wir nicht hin. Also ich schätze fast, dass in McCarthys Zimmer... Aber wir brauchen etwas, um da halt das Ding zu öffnen.
Dazu. Und jetzt muss ich nochmal gucken. Okay, gehen wir noch eine Runde. Vor allem, ich frage mich die ganze Zeit, was unser Konterpart wohl die ganze Zeit mehr oder weniger dann macht. Siehst du, können wir auch gleich mal gucken, wenn wir hier nochmal sind. Weil da war ja anscheinend. Weiß nicht, in irgendeinem Rätsel. Aber keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir sind halt hier. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Oder, weil prinzipiell das Rätsel ist ja schon gelöst. Würde ich sagen. Eigentlich. Le Strange. Da geht's in den. Aber da möchte ich jetzt gar nicht hin. Eigentlich. Sondern in den leeren Raum nochmal. Warte mal, was hatten wir? Ermittlung. Edward Carnby 692. 692. Ah, ich bin ja auch so blöd, ne? Nee. Ich bin blöd. 692. So, what we have here? Schlüsselgegenstand. Okay. Ist eine Münze. Okay, okay, okay. Hm. Die wird uns wahrscheinlich Detective Carnby. Okay. Detective. Ich habe durch meinen Fall viele Entdeckungen gemacht. Das Kind, nach dem wir suchen, ist sicher. Dank guter Leute wie Ihnen und mir. Wir sind uns so ähnlich, aber Sie sehen nicht alles, was ich sehe. Wenn Sie Ihren Jeremy finden wollen, müssen Sie auch das Mädchen finden. So war es schon immer. Die Jugend rettet uns alle. Sie sollten sich mal in meinem Zimmer umsehen. Da finden Sie ein Stück des Puzzles, das Sie brauchen werden. Passen Sie auf sich auf. McCarthy. Ich habe die Vermutung, wie lange war ich wohl hier? Ich habe wirklich gerade so ein bisschen Shutter Island Vibes. Wahrscheinlich können wir mit der Münze hier so hinten. So aus, als hätte McCarthy da drin etwas versteckt. Ja, ja, können wir. Ja, sehr schön. Da ist das fehlende Bild. Und das sieht gar nicht nett aus, das Bild. Oh Gott, was sie da malt. Warum sollte McCarthy das wegschließen? Wollte er verhindern, dass Grace das Muster vollendet? Wahrscheinlich. Und hätte sie dann nicht einfach ein neues Bild malen können? Mann, wieso? Ich möchte was das nicht. Was ist denn hier passiert? Ja, nimm mal die Schaufel mit. Und schaufeln wir. So, was haben wir hier noch? Patronen. Ich möchte das nicht. Was haben wir hier? Die Vorschlaghammer. Hol den Vorschlaghammer. Nein, hau ab. Aua, das tut weh. Das tötet Leute. Hier war noch irgendwo was. Da hinten sind noch die Viecher. Nee.
Können wir hier bitte normal? Danke. Vielleicht sind das auch Edwards Wahnvorstellungen, so. Keine Ahnung. Okay, dann packen wir mal das Bildchen in die Mitte. Jetzt die Frage, können wir das... Wir können es sogar drehen. Ein bisschen. Das passt recht gut zusammen. Nee. Ja, nee, das passt nicht so ganz. Das könnte... Nee, das passt auch nicht, weil hier muss noch was sein. Da fehlt dann halt immer noch was. Das hier vielleicht. Nee. Nee. Das hier könnte tatsächlich hier hingehören. Irgendwas passt noch nicht so ganz. Das hier passt recht gut. Können wir die hier austauschen? Das passt halt nicht so. Also es... Nu. Also, ich würde sagen, ist fertig eigentlich. Oder nicht? Ist halt komplett gezeichnet. So. Keine Ahnung, was jetzt noch. Oder übersehe ich irgendwie was? Weil es ist ja, komm, also das hier halt so. Am Stock. Was? Wo war das? Ja nun, das heißt, wir haben wieder eine Erinnerung freigelegt.
weiß jetzt nicht, ob das so ganz freiwillig war oder ganz unfreiwillig. Das kommt mir bekannt vor. Wie kann es sein, dass ich wieder im Büro bin? Jeremy war doch nie... Das bin ich. Oder nicht? Scheinbar. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon daran arbeite, in der Depression und im Alkohol zu versinken. Damit fühlt sich einfach alles so friedlich an. Man kann langsam ins Nichts abgleiten. Wie eine schwere Decke wickelt sich eine nur zu willkommene dunkle Stimme um meinen Geist. Aber sie ist abrupt verstummt, als ich aufgewacht bin. Das Knallen meiner Bürotür hat mich geweckt. Ein Bote hat ein Telegramm von Mrs. Saunders gebracht. Sie hat eine Spur bei der Suche. Nee, du warst noch nicht fertig mit reden. Schreibtischschlüssel. Mein Gott, früher habe ich so viel getrunken. Wann war das nochmal genau? Und an welchem Fall habe ich gearbeitet? Tja, das ist eine sehr gute Frage, ein Telegramm. Ein von Gabriella Saunders am 25. Dezember 1928 abgeschicktes Telegramm. Finde heraus, an welchen Fall. Okay. Zeitungsausschnitt. Ein zerknüllter Zeitungsausschnitt vom 23. Dezember. Theodore Saunders. Teddy Saunders goes mad, kidnaps child. Okay. Also, ich gehe mal von aus, wenn wir jetzt 1 und 1 zusammenzählen, hat Edward daran gearbeitet, das kleine Mädchen zu finden. Das ist auch mehr oder weniger das, was... Ich schätze, ich muss herausfinden, wohin ich zuerst gehe. Okay. Ist das... Also dadurch, dass... Sollte das vielleicht das Zimmer sein von der vermissten Dingens und das Kind, was wir die ganze Zeit sehen oder so, ist in Wirklichkeit eigentlich gar nicht da und das ist die vermisste Tochter vielleicht? Ich bin hier, dräuft sich tausend Sachen zusammen. Irgendwas übersehen da drinnen wahrscheinlich, weil hier kommen wir nicht weiter. Aber was? Na, guck mal hier. Das Telegramm und der Zeitungsschnitt. Die Treppenschlüssel können wir da nicht. Da fehlt aber noch was. Hallo? Lässt du mich? Hallo? Danke. Manchmal bleibt man so ein bisschen hängen an manchen Sachen. Ich schätze, ich muss herausfinden, wohin ich zuerst gehe. Tja. Ist die Frage, wir brauchen halt noch irgendwas, weil hier können wir nur die Sachen halt ranbringen, aber es fehlt halt noch irgendwie was. Aber fragt sich nur, wo wir es finden werden. Hier war noch irgendwie so ein Safe, den wir allerdings nicht öffnen können. Interessanterweise sieht das hier so aus, also schon wie diese Irrenanstalt, aber irgendwie halt auch dann halt doch wie halt seine Detektei, also weiß ich nicht, viele kleine Orte, die sich zusammensetzen wie ein Puzzle,
zu einem großen Ganzen quasi. Ich habe nur noch diesen Schlüssel, aber... Hier ist halt auch nichts mehr. Komm mal nicht hin. Irgendwas hier übersehen? Da oben? Und wir müssen gucken, wo wir als erstes hingehen. Tja. Fragen über Fragen. Oh, da ist hier noch irgendwas? Ja, da ist noch was drin. Okay. Fotografie. Das ist, der Mann. Okay. Hier müssen wir auch noch daran machen. Das Foto habe ich leider nicht gesehen. Mrs. Saunders sagt, ihr Mann hätte ein Bild gestohlen und würde es verkaufen wollen. Ein kleiner Spielzeugladen ausgeraubt. Foto des Entführers. Der Stempel besagt Borsen Street Portrait. Überschrift: Teddy Saunders dreht durch, entführt Kind. Und ihr Mann hätte ein Bild gestohlen. Die wären bestimmt hier, Borsen Street Portraits, irgendwie so. Das steht auf der Notiz, besagt Überprüfung, überprüfe Thornhill. Können wir jetzt zufälligerweise? Nee. Ich schätze, ich muss herausfinden, wohin ich zuerst gehe. Also muss ich mit den Dings hier so lange rumspielen, bis da irgendwie Foto des Entführers. Ich erinnere mich an diesen Fall. Ein Mädchen war von ihrem Vater entführt worden. Der wollte den Staat verlassen. Sein Fehler war es gewesen, ein Lieblingsgemälde seiner Frau an einen Sammler namens Thornhill zu verkaufen, um seine Reise zu finanzieren. So habe ich ihn dann gefunden. Das dachte ich jedenfalls. Okay. Das ist dieser rote Faden. Ich glaube, uns werden hier wieder so ein paar lustige Sachen erwarten. Hier sind ganz viele Krähen. Okay, das ist Thornhill. Thornhill war kein schlechter Kerl, aber er hatte seine Prinzipien. Und die,
ließen nicht zu, dass er Informationen über seine Kunden rausrückte. Ich musste als Überzeugungsarbeit leisten. Es kann eben nicht jeder Job Friede, Freude, Eierkuchen sein. Gebe ich im Prinzip recht, hier haben wir wieder so eine Kasse. Wir haben sogar ein Spiegelbild, Mensch. Wir sind doch kein Vampir. Ist das das Bild? Mr. Saunders hatte Thornhill ein wertvolles Gemälde verkauft. In der Hoffnung, es würde genug Geld bringen, um unterzutauchen. Das Gemälde ruhte jetzt auf einer Staffelei in Thornhills Schlafzimmer. Es hatte etwas Hypnotisches an sich. Es schien nach mir zu rufen. Es sagte mir, ich würde für eine wichtige Aufgabe gebraucht. Ich fühlte, wie ich in das Gemälde stürzte. Nur Thornhill war es, der mich wieder herausriss, indem er mir einen Zettel mit einer Adresse in die Hand drückte. Hotel St. George. Er wollte, dass ich verschwinde. Ich erinnere mich nicht im Geringsten. Aber ich kann auch nicht leugnen, dass es passiert ist. Guten Tag. Noch ein Kalle? Oh. Hat der mich erschrocken? Kann er doch nicht einfach so tun? Okay, warte, wir sind voll, dann. So. Ein voller Arbeitstag. Spiele länger als 8 Stunden. Ja, nun. Oh Gott, wenn ich da so runter gucke, ich weiß nicht, ob ich das möchte. Und ich komme hier schon wieder nicht weg. Können wir darüber mal reden? Oh Mann. Ich glaube, ich muss neu laden. Ach Mensch, Edward, wieso musst du überall kleben bleiben? Wie Kaugummi an der Schuhsohle. So, wo sind wir? Achso, okay. Dann müssen wir es mit Knochenkalle nochmal machen. Mr. Saunders hatte Thornhill ein wertvolles Gemälde verkauft. In der Hoffnung, es würde genug Geld bringen, um unterzutauchen. Das Gemälde ruhte jetzt auf einer Staffelei in Thornhills Schlafzimmer. Es hatte etwas Hypnotisches an sich. Es schien nach mir zu rufen. Es sagte mir, ich würde für eine wichtige Aufgabe gebraucht. Ich fühlte, wie ich in das Gemälde stürzte. Nur Thornhill war es, der mich wieder herausriss, indem er mir einen Zettel mit einer Adresse in die Hand drückte. Hotel St. George. Er wollte, dass ich verschwinde. So. Ich erinnere mich nicht im Geringsten. Aber ich kann auch nicht leugnen, dass es passiert ist. Dann halt so. Diesmal stand hier irgendwie nach dem Laden keine Heilung. Interesting. Das ist interesting. Nein. Das sind ein paar viele. Ich glaube, ich laufe einfach. Sofern ich es kann. So, laden wir die erstmal nach. Also die Waldfee. Achso, ist nur ein Stein. Okay, okay. Hallo? Guten Tag? Lass mich doch mal... Au, stimmt, ich hab ja nichts mehr. Weg, 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 weg. Oh, lauf doch nicht. Lauf schneller. Komm. Du schaffst das.
So. Kacke. Wer bist du? Oh Gott, der kann sogar kotzen. Ich glaube, du solltest beim nächsten Mal nicht so viel trinken. Und er überlebt dies. Was haben wir hier? Oh, ein Stein. Okay. Stein hilft uns gerade nicht. So, wo geht's denn hier hin? Hier gibt's nur Stein. Hier gibt es was? Nix. Was bist du? Da kann ich nicht lang gehen. Okay. Danke für diese Erkenntnis. Oh, noch mehr von euch. Warum? Oh Gott. Nicht kotzen. Bing, mach die Glocke. Bing. Und bevor wir wieder losfahren, liegt hier noch irgendwas? Ja, Munition. Munition. Ich habe Befürchtungen. Alles einsteigen bitte. Die Fahrt geht los. Oder auch nicht. So, Maschinengewehr. Ist immer gut. Was haben wir hier noch? Bing, bing, bing. Lass mich durch. Ein Kerzenhalter. Erstmal ein Schlückchen hiervon. Was ist mit dem Auto passiert? Oh, wir hatten einen Unfall. Wir haben wahrscheinlich zu viel getrunken. Auf dem Weg zum Hotel holte mich die Morton-Gang ein. Ich schuldete denen Geld, viel Geld. Ich erinnere mich nicht einmal mehr, wofür ich es ausgegeben hatte. Vermutlich ging es um irgendwelche dummen Spielschulden, die sich immer weiter anhäuften, weil ich sie nicht bezahlen konnte. Ich schickte einen von ihnen zu Boden und die anderen rannten davon. Ja nun, oh nee. Hau mal ab. Warum? Au! Das tut weh! Das ist mein Kerzenhalter, Ständer. Es waren aber zwei gewesen eigentlich so. Ja. Okay, das sind ein paar mehr als zwei. Weiß nicht, ob ich das möchte. Erstmal was trinken auf den Schrecken. So, was haben wir hier noch? Maschinengewehr. Oh, warum? Ich möchte nicht Maschinengewehr. Oh. Okay. Da möchte ich am liebsten nicht hin. Da warten ganz böse Dinge. Nee. Ach so, und hier kommen wir. Guck, guck. Hast mich nicht gesehen. Und komm her, Knochenkalle.
Oh, du hast aber einen schönen Arm. Sieht aus wie ein Schwanz. Au. Auf zu schubsen. Aber es waren noch eigentlich zwei, ja, wollte ich gerade sagen. Oh. So. War's das? Wo kommen da noch mehr irgendwie? Kommen wir nicht lang? Erstmal klingeln. Ganz wichtig. Wir brauchen ein Fahrrad, was auch straßenverkehrstauglich ist. Seltsame Serviette. Ah ja. Die ganze Welt ist eine Bühne. Was haben wir hier? Ich hatte ihn gefunden. Im Gästebuch des Hotels erkannte ich die Handschrift eines gewissen Ted Stryker. Hotelrechnung. Die auf den 21 bis 25 datiert ist, ansehen. Single Room, Dinner, Telegram. Stryker. Ich hatte ihn gefunden. Im Gästebuch des Hotels erkannte ich die Handschrift eines gewissen Ted Stryker. Das war er. Ich konnte es fühlen. Der Entführer, den ich jagte. Ich legte meine Schlagringe an und eilte zu seinem Zimmer. Irgendetwas an dem Namen Ted Stryker kommt mir vage bekannt vor. Fragt sich noch was? Pass auf, das ist Jeremy. Nee. Aber wir sind ganz oben. Hallo? Klopf, klopf. Ah, hier, guck mal. Oh, wie es halt manchmal leckt. Ich erkenne diesen. Visitenkarte. Thornhills. Okay, okay. Ich erkenne diesen Raum. Aber dort habe ich sie nicht gefunden. Sondern? Ich muss ihnen gefolgt sein. Aber wohin? Sorry. Es fehlt noch was. Da. Nein. Du sollst das, was auf dem Boden liegt, nehmen. Telefonverzeichnis, okay. Eine Seite, die aus dem Telefonverzeichnis für Geschäfte heraus. DeWitt. Gut, was haben wir hier? Plätze tauschen. Ja. Umdrehen. DeWitt. Contact Miss $350 for King's Painting. Der Seto Sanatorium New Orleans. Okay, das ist bestimmt kein Zufall. Warte mal. Notiz $350 für das Kingsport Gemälde. DeWitt Kontakt mit Mrs. Robbins herstellen. 300 pro Jahr. St. George. Der Seto Sanatorium. Nee. So waren die jetzt angereiht. Also beziehungsweise. Warum? Ob das ein Zufall ist?
Ach, warte mal, ich kann die sogar austauschen, ne? Plätze tauschen. Ja. Das kommt halt noch hinzu, warte mal. Kingsport, warte mal, wo waren das? Mit dem... Wo habe ich denn das mit den St. George's gelesen? Genau dahin. Thornhill Gallery. So. Aber, ja, das bringt auch nichts. Das stimmt. Er war auf der Flucht. Er hat sein altes Leben in New Orleans hinter sich gelassen, um in Tallahassee etwas Besseres zu finden. Er nahm seine Tochter mit, gegen den Willen ihrer Mutter. Darum hat sie mich angeheuert. Aber ich habe ihn aufgehalten. Bei der Pearl River Bridge habe ich ihn eingeholt. Okay. Was ist dann passiert? Pearl River. Da habe ich sie dann eingeholt. Der Schattenmann wollte, dass ich das hier noch einmal sehe. Aber ich sehe es immer noch nicht. Was habe ich vergessen? Also ich gehe davon aus, das ist kein Zufall, dass auf der Rückseite da mit der Cedro und so. Gehe ich ganz, ganz stark davon aus. Okay, Axt. Vor allem, es kommt mir so bekannt vor, so ähnlich wie dieser, also zumindest von der Location her, wie der Öl-Turm, wo wir schon mal waren. Okay, hier kommen wir nicht hin. Wir könnten darüber, glaube ich. Aber ich würde auch gerne erstmal gucken, was hier unten ist. Oder noch ist. Bevor wir da über die Brücke gehen. Ach, guck mal. Genau wegen sowas. Mal da. Profanes Totem. Oh, wir haben wieder eine Reihe fertig. Geheimes Ziel. Edward hatte das Flüstern schon seit Jahren gehört. Während er in Brooklyn lebte, kam es nur ganz selten. Wie als er als Kind auf den Baum im Central Park geklettert war. Oder als er beinahe im Hudson River ertrunken wäre, als er versuchte, seine verzweifelte Mutter zu retten. Das Flüstern erklang immer häufiger, nachdem er nach New Orleans gezogen war. Blieb aber noch selten genug, um ignoriert zu werden. Während er jetzt durch die Gänge von Trefetto wandert, weiß er, was nach ihm ruft. Er will es nicht zugeben, aber das dunkle Junge im Wintergarten sagt ihm, dass er ein Opfer bringen soll. Dass er ihr die Capri San Corn bringen soll. Okay, was ist Capri San Corn? Hallo? Nee, hau ab. Du lügst immer noch. Okay. Also quasi... Also es zeichnet sich irgendwie gefühlt immer mehr ab, dass wir hier über einen Shutter Island Szenario reden. Habe ich zumindest so ein Gefühl. Oh nein, es war die ganze Zeit übersehen. Ich habe dich tatsächlich nicht erkannt. Ich sah damals etwas anders aus, nehme ich an. Ist irgendwas davon wahr? Was meinen Sie? Dieser Tag, der... Es passiert so viel. Ich kann... Ich habe wohl den Kopf verloren. Soll ich mich entschuldigen?
Ich meine... Es tut mir leid. Ich denke, ich kann das auch nicht erklären. Du bist nur ein Kind, Grace. Es tut mir sehr leid. Ich wollte das alles nicht. Lügen. Mehr Lügen. Nein, im Ernst. Ich dachte, es wäre richtig, dich zu deiner Mutter zu geben. Ich wusste nicht, ich konnte nicht wissen, dass sie sich nicht um dich kümmert. Ich weiß nicht, wie das geht. Was soll das? Was soll was? Eine Art von Schuldeingeständnis, vielleicht Akzeptanz. Der Schattenmann will es so. Ich schätze, dann sehen wir zu, wie mein Vater wieder stirbt. Du denkst, dass er lebt? Ich weiß es. Er ist da unten, voller Angst, nicht rauszukommen. Dass er wieder mit seiner Tochter ertrinkt. Was sagst du da? Wir müssen ihn retten. Wir? Machen Sie das selbst. Ich bin da unten bei ihm, wie Sie wissen. Okay. Sehr, sehr. Kann ich sie wirklich retten? Es ist alles so lange her. Ich muss einen Weg finden, um dort runterzukommen. Ich muss es mit meinen eigenen Augen sehen. Es gab bei dem Haus ein Boot. Dort, wo ich reingekommen bin. Wenn ich die Brücke heben kann, sollte ich zum Auto kommen können. Das heißt, wir müssen die... Mal gucken, ob wir die Brücke hier heben können im Häuschen. Ich dachte, ich fall hier runter, aber scheinbar Alpha Wand, sodass wir da nicht runterfahren. Wobei sich mir trotzdem die Frage immer wieder stellt, wer ist der Schattenmann? Die Brücke muss von hier gesteuert werden. Nichts passiert, als würde etwas sie festhalten. Dann gucken wir doch mal, ob wir irgendwie was... ja, hier. Okay. Gucken wir trotzdem auf die andere Seite hier. Okay, wir müssen quasi zurück. Können wir den Hebel eigentlich nochmal runterziehen oder so? Nee, ne? Nee. Was haben wir hier? Oh, eine Axt. Hallo? Okay, ich kann mir eine Axt aussuchen. Können wir eigentlich... das sieht sehr interessant aus. Oh, da kommt noch mehr. Au, das tut weh. Hör auf damit. Ist auf der anderen Seite noch was oder was? Ja, da hinten. Ich würde mal sagen, ein Hoch aufs Auto aimen. Oder so. Eine Art. Lass mich. Jetzt sollte ich das Boot unter der Brücke durchsteuern. Viel? Oh, toll. Na toll. Da ist es ja abgeschmiert. Ja nun. Die Brücke muss von hier gesteuert werden. Dann machen wir das Ganze nochmal eben halt, ne? So, Nichts passiert, als würde etwas sie festhalten.
Ja, wir haben schon festgestellt, dass da irgendwas die Brücke festhält, Edward. Ich glaube, ich werde auch etwas wahnsinnig. Gut, dann einmal Olla die Weite, Olla die Ruck und komm und weg mit dir. Au. Nee, hör auf. Okay, die kommen, wenn ich die... Gut, das reicht. So, dann hoffen wir mal, dass es nicht gleich wieder abschmiert. Okay. Ich hoffe, die glitschen da nicht durch irgendwie. Ach du Kacke, wie viele sind denn? Wie viel seid ihr? Wo kommt ihr alle her? Gibt es hier irgendwo ein Nest von euch? Au. Hiebe. Guten Tag. So. Immer die Ungezieferbeseitigung. Mensch, 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 Mensch. Guck mal hier. Wieso sind hier eigentlich so Blutlarchen? Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Und diese Musik dazu. Wo ist sie hin? Ich hoffe wirklich, sie ist nicht gesprungen. Bam, 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 bam. Okay. Gut. Die Musik gefällt mir gar nicht. Wenn ich ehrlich bin. Oh Gott. Dunkel. Paddel. Bin ich auf der falschen Seite? Ich glaube, ich bin auf der falschen Seite. Aber hier liegt ein Boot. Aber wahrscheinlich das, okay, hier kommen wir nicht weiter. Da, sprich, wir müssen wieder auf die andere Seite. Okidoki. Weil, halt, aus Gründen... einmal springen bitte. Und hier ist Blut. Hallo? Nee, komm mal auf. Komm her, mein kleiner. Oh, wie er mich nicht durchlässt. Oh, ich häng schon wieder, oder was? Nee, doch nicht. Okay. Sehr gut. Was hat es mit diesem Blut auf sich?
Ist der Kantenmaler zum Serienmörder geworden, oder wie? Hier war das Boot. Und war das auf der Seite? Kann wir hier. Wieso sieht das. Können wir darüber mal reden, dass das hier aussieht, als wären wir in einem Hotel? Ach so, ja, okay. Das ist das, wo wir hergekommen sind. Na, aber Mann. So sah der aus wie Edward. Mein Gott, Carnby. Geht's Ihnen gut? Gehen Sie nicht weg. Was zur Hölle haben Sie getrieben? Was geht hier vor sich? Sehen Sie sich das an. Tut mir leid, Mrs. Thompson. Ich sollte Sie des Hauses verweisen. Jetzt gehen Sie! Hey, Detective. Mr. Carnby. Ich mache mir Sorgen um Sie. Mir geht's gut. Ich muss nur eben kurz durchatmen. Dieser Ort, es sind einige sehr verwirrte Seelen hier. Und ich meine nicht nur die Patienten. Ich habe darüber gelesen, dass Dulcedo einen verstörenden Einfluss auf Menschen hat. Das erklärt vielleicht ein paar Dinge. Was? Sie ruhen sich aus, okay? Ich muss einen Weg in Dr. Grays Wohnung finden. Ich will wissen, was er verbirgt. Emily, keine Sorge. Ich hab's fast. Ich bring alles in Ordnung. Seien Sie vorsichtig.